Neuharlinger Sihl an der Nordseeküste. Etwas mehr als 1000 Einwohner zählt das Dorf hinterm Deich. Im Sommer steigt die Zahl der Menschen stark an, schließlich lebt der Ort vom Tourismus. Aber auch die Fischerei ist hier noch sehr präsent. 7 aktive Kutter sind im kleinen Sihlhafen beheimatet. Doch wie überall an der Nordsee können Wind und Wellen die malerische Ruhe schnell vertreiben. Wenn die See rau wird, der Himmel sich verdunkelt, die Wogen höher schlagen und Menschen Hilfe benötigen, dann sind sie bereit. Die Neuharlinger Sihler Seenotretter der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Man fragt nicht wieso, weshalb, warum. Wir fahren einfach. Eigentlich gibt es da nicht viel zu überlegen. Das ist eigentlich selbstverständlich. So dieses Engagement kommt eben auch aus ganzen Familien und das über Generationen. Da sagte er, Bernhard ist weg. Der ist mit dem Kreuzer über den Kopf gegangen. Das weiß auch jeder, dass das passieren kann. Aber das hält uns nicht davon ab, da rauszufahren. Wenn wir jetzt nicht da gewesen wären, die wären erfroren oder die hätten nie mehr nach Hause gefunden. Egal was, die kommen, ne? Die helfen dir. Ja, die stehen alle dahinter, der ganze Ort. Wir wissen, da draußen sind Menschen in Not und denen wollen wir helfen. Neuharlinger Sihl an einem Vormittag im Juni. Auf der Helling neben dem Rettungsschuppen der Seenotretter liegt der Fischkutter Möwe. Er wird klargemacht für die Sommersaison. Gekonnt schwingt sein Eigner Heinz Steffens den Pinsel. Die Handgriffe hat er schon dutzende Male gemacht. Ich bin Fischer. Ich habe es von Anfang an gelernt und habe mich dann mit 24 selbstständig gemacht. Bin Kutter gekauft und seitdem bin ich Krabbenfischer. Für den 58-Jährigen gab es nie einen anderen Weg. Seit seiner Kindheit wollte er die Familientradition fortsetzen und Fischer werden. Damals hatten wir noch keine Playstation oder sowas. Wir haben am Hafen gespielt, wir haben im Boot gesessen, mitgespielt und durch den Hafen gerudert oder nachher mit einem kleinen Motorboot gesprungen, mit Netz dran. Und so kam das und dann ist das so drin. Wie auch heute arbeitet Heinz Steffens stets eng mit seinem Partner Bernd Ostermoor zusammen, seit inzwischen mehr als 2 Jahrzehnten. Nach so langer Zeit verstehen sich die beiden Fischer blind. Da braucht man sich gar nicht viel unterhalten, weil die Handgriffe einfach sitzen. Ob Heinz jetzt am Ruder sitzt und ich bin hinten oder umgekehrt, das ist völlig egal. Wir wissen beide, wie wir ticken und da ist also wenig Klärungsbedarf. In all den Jahren auf ihrem Fischkutter haben sowohl Heinz Steffens als auch Bernd Ostermoor schon viel erlebt, keineswegs nur Gutes. Selbst bei bester Vorbereitung kann auf See immer etwas Unerwartetes passieren, auch bei Berufsfischern. Auf meiner ersten Fahrt alleine, das weiß ich noch ganz genau, das ist ja mittlerweile schon über 15 Jahre her, da musste ich tatsächlich in der ersten Nacht gleich abgeschleppt werden. Und da weiß man halt immer, dass man dann Hilfe bekommt, wenn man auch Hilfe braucht. Und diese Hilfe, das sind in den meisten Fällen sie selbst. Denn beide Fischer engagieren sich als freiwillige Seenotretter der DGZRS-Station Neuharlinger Sihl. Heinz Steffens ist seit gut 40 Jahren schon dabei. Seit 2018 ist er Vormann der Station. Damit steht er in einer langen Seenotretter-Tradition von Angehörigen der Familie Steffens. Ich bin jetzt in 5. Generation Vormann. Ich bin damit groß geworden. Von meinem Vater her, also bei uns zu Hause, das drehte sich dann immer um die Gesellschaft. Und von daher kriegt man das früh mit. Und es war ja früher auch noch alles ein bisschen anders, wie wir klein waren. Da gab es ja noch nicht so viele Handys und diese ganzen Kram. Dann, wenn das Telefon bei uns zu Hause klingelt nachts, dann wusste man, da kommt wieder was. Damals wie heute kann der nächste Einsatz jederzeit bevorstehen. Training ist deshalb enorm wichtig, um Routine für das Ungewisse zu erhalten. Regelmäßig trifft sich daher die Mannschaft um Heinz Steffens, um zu Übungen hinauszufahren. Fast 20 Männer und Frauen stark ist die Mannschaft der Station. 4 von ihnen gehen heute auf Kontrollfahrt mit dem Seenotrettungsboot Courage. 2 weitere Seenotretter helfen beim Klarmachen des Bootes. Hört es los! Die Courage verlässt den kleinen Kutterhafen, passiert den Fähranleger zur Insel Spiekeroog und fährt entlang des Leitdamms raus ins Wattenmeer. Es ist kurz vor Hochwasser. Barren und Sandbänke sind zum größten Teil überflutet.
Dennoch kann das flachgehende Seenotrettungsboot nicht überall fahren. Wir machen Kontrollfahrten und schauen uns das Revier einmal in der Woche an. Das Wattenmeer verändert sich täglich. Die Hauptpriele, sage ich mal, bleiben ungefähr so im Großen und Ganzen, aber die Nebenpriele und die Wattfahrwasser zu den anderen Inseln, das verändert sich täglich. Die steten Veränderungen erfordern, dass sich die Seenotretter immer auf dem neuesten Stand halten, um besonders im Einsatz zu vermeiden, selbst auf neue Untiefen aufzulaufen. Dabei hilft moderne Technik wie die elektronische Seekarte. Und auch sonst ist die Courage ein deutlicher Fortschritt im Vergleich zum Vorgänger. Die Technik ist in den 20 Jahren nicht stehen geblieben. Das sind neue Techniken. Das Boot ist ein bisschen größer. Wir haben mehr PS, wir sind schneller. Insgesamt ist das Boot an sich leiser. Man kann sich besser miteinander verständigen. Und die ganze Handhabung. Und wir sind ja das erste Boot jetzt auch in dieser Größenordnung, die einen Bugstrahlruder haben. Das Einsatzmittel der Neuhallinger Sieler Seenotretter ist eine der jüngsten Einheiten der DGZRS. Im Mai 2023 erhält der gut 10 Meter lange Neubau während einer kleinen Taufzeremonie an der Zentrale der Seenotretter in Bremen seinen Namen. Er heißt Courage. Wie die gesamte Arbeit der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger wurde auch dieses Seenotrettungsboot ausschließlich durch freiwillige Zuwendungen finanziert. Wir haben in der ganzen Bundesrepublik, an der Küste sowieso, aber bis ins Allgäu hinein, bis in die Berge, Spender, die uns treu sind, die uns über viele, viele Jahre, Jahrzehnte mit regelmäßigen kleinen Spenden unter die Arme greifen, aber auch größere Spender, die uns dann vielleicht einmal helfen, aber dafür bei der Finanzierung eines Bootes eine wesentliche Rolle spielen. Alles freiwillig und diese Situation ist eigentlich das, was diese Gesellschaft ausmacht, dieses bürgerschaftliche Engagement. Engagement und Ehrenamt, diese Begriffe sind untrennbar verbunden. Nicht nur für die Einsätze opfern die Seenotretter von Neuherrlinger Sihl ihre Freizeit. Gerade das regelmäßige Training nimmt viel Zeit in Anspruch, die andere vielleicht auf dem Fußballplatz oder im Freibad verbringen. René Kleen ist da lieber an Bord der Courage. Als sogenannter Trainee ist er noch recht neu im Team und dankbar für jede Gelegenheit, dazuzulernen. Leuten helfen ist ja natürlich unsere Haupttätigkeit, aber es ist ja auch sehr interessant, was wir machen. Wir kriegen Einblicke in die Bootstechnik, wir haben immer wieder verschiedene Einsätze. Kein Einsatz ist gleich. Und das ist ja nun wirklich etwas, was einen immer wieder aufs Neue fordert auch. Und das ist schon wirklich der Anreiz. René Kleen wird nun in die Nordsee steigen. Beim Mensch-über-Bord-Manöver übt die Besatzung, einen im Wasser treibenden Schiffbrüchigen anzusteuern und aufzunehmen. Mann über Bord, Steuerbordseite. Der Trainee ist für die Übung mit einer Leine gesichert und trägt einen Kälteschutzanzug. Selbst jetzt im Sommer ist das von großer Wichtigkeit. Trotz Sonnenschein hat die Nordsee eine Temperatur von rund 20 Grad, also etwa 16 Grad weniger als die normale Körpertemperatur. Sobald Personen im Wasser sind, ist daher immer Eile geboten. Der Körper unterkühlt sehr schnell. Man kann nicht mehr klar denken nach einigen Minuten. Man weiß nicht mehr, wo man ist, man weiß nicht, wo man hinschwimmen soll. Und man verliert die Übersicht. Und der Körper wird müder, müder, müder und irgendwann schläft man ein. Und das ist das Gefährliche daran. Christian Gruben hat bereits rund 6 Jahre Erfahrung als Seenotretter. Die heutige Übung ist bei weitem nicht seine erste, ganz im Gegenteil. Doch nur ständige Wiederholung der Abläufe schafft die Basis für den Ernstfall. Im Notfall muss das klappen. Ohne Ansage, ohne man muss sich nur angucken und der eine muss wissen, was der andere macht. Also die Handgriffe müssen sitzen. Das ist ja nur wunderschöne Badewanne hier, aber das muss auch bei Nordwest 8, 9 muss das funktionieren. Und dann wird das wirklich happelig hier drin und da kann man sich nicht im Weg stehen, das muss funktionieren. Und das tut es. Christian Gruben und Bernd Ostermoor schieben die Schaufeltrage zunächst unter ihren Kollegen im Wasser und hieven ihn dann an Bord. Sonne ist im Boot. Alles gut, er ist gesund und munter wieder da. Die Seenotretter üben vor einer Insel, die eine besondere Bedeutung für die Station Neuherrlinger Sihl und die DGZRS insgesamt hat. Spiekeroog. Spiekeroog gehört zu den ostfriesischen Inseln und liegt Neuherrlinger Sihl gegenüber, von wo aus auch die Fähren starten. Von 1862 bis 1948 war auch Spiekeroog DGZRS-Station. Im Zuge der Motorisierung der Rettungsflotte wurde sie aufgelöst.
Seitdem übernehmen die Seenotretter aus Neuherlingersiel Einsätze rings um die Insel sowie immer wieder dringende Krankentransporte, wenn keine Fähre mehr fährt und kein Hubschrauber fliegen kann. Am Rande des pittoresken kleinen Inselortes liegt der Drinkeldoden Karkow, der Friedhof der Ertrunkenen. Dort erinnern eine Tafel und ein Anker an die Bark Johanne. Im November 1854 war sie mit mehr als 200 Menschen an Bord unterwegs von Bremen in die neue Welt. Vor Spiekeroog kam es zu einer Katastrophe, die maßgeblich zur Gründung der DGZS geführt hat. Die Spiekerooger Peter Hartmann und Hartwig Henke sind ehrenamtliche Mitarbeiter der Seenotretter und kennen die Geschichte genau. 1854 ist die Johanne bei schwerer See und Sturm hier vor Spiekeroog, nordwestlich von hier gesehen, auf einer Sandbank aufgelaufen und ist havariert. Da wir damals noch kein Rettungsboot hier hatten auf der Insel, standen die Insulaner da und haben gesehen, dass da ein großes Unglück passiert. An die 80 Menschen, darunter viele Frauen und Kinder, sterben bei dem Schiffbruch. Die Überlebenden werden von den selbst bettelarmen Insulanern mit großem Einsatz versorgt. Ein bald darauf auch im Binnenland veröffentlichter Bericht über das Unglück macht viele Menschen aufmerksam auf den Umstand, dass den Spiekeroogern wie anderen Küstenbewohnern die Mittel fehlen, um im Seenotfall effektiv Hilfe zu leisten. Dass sie das überhaupt wollen, ist damals nicht selbstverständlich, denn oft werden Seenotfälle zu dieser Zeit noch als unabänderliches Schicksal hingenommen. Doch ein Umdenken beginnt. Den Menschen muss geholfen werden. Auf See ist nicht jeder in Gottes Hand und sich und der See allein ausgeliefert. Wir müssen helfen. Also insofern ist da ein ganz wichtiger, Fortschritt auch im Menschenbild zu sehen. Menschen, die in Not geraten, muss geholfen werden. Diese Auffassung ebnet schließlich den Weg zur Gründung der DGZS im Jahre 1865. Auch auf Spiekeroog wird damals ein Ruderrettungsboot auf einem Ablaufwagen stationiert, das die Seenotretter mit Pferden zum Strand bringen und das Boot allein mit Muskelkraft bewegen und steuern. Den jüngeren der beiden ehemaligen Rettungsschuppen auf der Insel hat die Gemeinde übernommen. Und die ehrenamtlichen Mitarbeiter der DGZS verfolgen nun ein klares Ziel. Nämlich hier die Geschichte der Seenotrettung und damit letztlich auch dann die Gründung der DGZS darstellen zu können und vor allen Dingen den Touristen nahebringen zu können, welche Leistungen früher schon erbracht worden sind und welche Leistungen bis heute von den Seenotrettern trotz aller technischen Fortschritte erbracht werden. Was auf Spiekeroog noch Zukunftsmusik ist, hat in Neuherlingersiel längst Tradition. 1973, vor inzwischen 50 Jahren, wird aus dem dortigen Rettungsschuppen am Hafen eine Art kleines Museum. Wenig später geht das Neuherlingersieler Motorrettungsboot Ulrich Steffens außer Dienst und wird zentrales Element einer Sammlung alter Rettungsgeräte und Dokumente, die mit den Jahren immer weiter wächst. Hinrich Klattenberg, den in Neuherlingersiel alle nur Hinni nennen, ist damals noch aktiver Seenotretter und engagiert sich zusätzlich im alten Schuppen seines Heimatortes. Ich war mit diesem Schuppen immer verbunden. Ich habe von vornherein die alten Geräte und sowas ausgemustert, wo habe ich damals, ne, wie ich noch gefahren bin. Ne, in meiner Freizeit war ich hier auch denn im Schuppen noch tätig. Ne. Nachdem Hinni Klattenberg Anfang der 1990er Jahre in Seemannsrente geht, wird aus der Nebenbeschäftigung ein Vollzeitjob. Wohlgemerkt rein ehrenamtlich. Seitdem kümmert sich Klattenberg um all die kleinen und großen Geräte, die Gemälde und Zeichnungen, Zeitungsartikel und Plakate, Modelle und Maschinen, die allesamt einen Teil der Geschichte der Station Neuherlingersiel und seiner Seenotretter ausmachen. Wie viele Objekte hier ausgestellt sind, mag Hinni nicht mehr zu zählen, dafür sind es inzwischen zu viele. In die 30 Jahre ist hier viel Neues reingekommen. Ne? Auch alte Dokumente, die da normal aufgetaucht sind und so. Wir haben jetzt praktisch, würde ich sagen, alles voll. Wir kriegen nichts mehr rein. Ne?
Zu seinen Aufgaben gehört es aber nicht allein, die Ausstellung zu betreuen. Vielmehr ist Hinny Klattenberg im positiven Sinne ein Menschenfänger. Er begrüßt die Gäste, die meist im Urlaub dort sind, und versucht zunächst einmal zu vermitteln, worum es bei den Seenotrettern und ihrer Arbeit überhaupt geht. Rege Unterstützung erhält Klattenberg dabei oft von seinem Mitstreiter Herbert Neitzert. Viele wissen ja gar nicht, was das ist, die Seenotrettung, ne? Und welcher Aufwand da nötig ist für ihr. Und dann sage ich immer, und dann nur aus Spenden, keine staatliche Unterstützung. So kommt es, dass Herbert Neitzert und Hinny Klattenberg allein durch kurze Erklärungen und ein wenig Klönschnack viele Besucher dazu bewegen, etwas in das Sammelschiffchen des Schuppens zu stecken. Ihre gute Menschenkenntnis hilft dabei sehr. Ich frage immer, wo die Leute herkommen. Und am Dialekt kann ich das raushören, ob ein Franke ist oder ein Bayer oder ein Hesse. Dann komme ich mit den Leuten schon ins Gespräch. Und dadurch entwickelt sich das denn. Die beiden ehrenamtlichen Museumsführer sind weit über 80 Jahre alt. Sie wollen noch so lange, wie es ihnen möglich ist, weitermachen. Denn die Arbeit, die sie fast täglich leisten, liegt ihnen am Herzen. Vor allem dann, wenn der Erfolg Beständigkeit hat. Wenn wir die überzeugt haben und die sind drin gewesen, die kommen alle wieder. Ne? Vielen Besuchern springen immer wieder Namen ins Auge, die eng mit Neuherrlinger Siehl verbunden sind. Allen voran ist dies die Familie Steffens, die vor Heinz Steffens bereits 10 weitere Vorleute der DGZRS gestellt hat. In sehr vielen Fällen war und ist das Engagement als Seenotretter Familientradition. So ist es auch bei Familie Gruben aus Neuherrlinger Siehl. Schon Helmut Grubens Vater war bei der DGZRS, ebenso 2 seiner Brüder. Und auch für ihn ist es selbstverständlich, schon zu Beginn seiner Seefahrtslaufbahn freiwillig rauszufahren, wenn andere reinkommen. Ich habe 1961 die Fischerei gelernt. 4 Jahre und dann kam Heinzis Vater dann und dann sagte er, du kannst auch mitfahren. Dann kam er nachts am Schlafzimmerfenster, klopfte, geh los, müssen irgendwo hin. Das Funk und Telefon gab es ja alles nicht, diese Handys und so. Ne? Wir mussten los und dann ja, ran an Bord und dann los. Viele Jahre später führt sein Sohn Christian die Familientradition fort. Dabei schlägt er jedoch erst einen ganz anderen Weg ein. Ich habe eigentlich mit der Seefahrt nie was zu tun gehabt. Ich bin gelernter Automechaniker, habe meinen Meister gemacht. Oh, und dann irgendwann mal im Hafen habe ich meinen Bootsführerschein gemacht und dachte ich mir, oh, jetzt musst du auch ein Boot haben. Und irgendwann nur jetzt mal Hafen und die Jungs geguckt und so weiter. Und dann hat mich das sehr interessiert und ich wusste ja, dass er da auch schon Jahre bei war. Und dann bin ich eines Abends, hat er mich mitgenommen, wolltest du das nicht machen? Ja, da kann ich mir gut vorstellen. Und seitdem bin ich dabei und das hat mich auch bis keine Sekunde bereut. Dabei hätte manch Außenstehender wohl verstanden, wenn Christian Gruben nicht Seenotretter geworden wäre. Denn mit seiner Familiengeschichte ist untrennbar das Schicksal seines Onkels Bernhard Gruben verbunden. Am Abend des Neujahrstages 1995 fahren er und 3 Kollegen an Bord des Seenotrettungskreuzers Alfried Krupp der Station Borkum in einen Orkan hinaus. Sie unterstützen die Suche nach einem im Einsatz über Bord gegangenen niederländischen Seenotretter. Doch während die Alfried Krupp im Anlauf ist, wird der Mann gefunden und der Seenotrettungskreuzer nimmt wieder Kurs auf Borkum. Die Bedingungen sind extrem, der Seegang bei Windstärke 11 entwickelt enorme Kräfte. Um 22.14 Uhr bricht der Funkkontakt zum Seenotrettungskreuzer ab. Eine riesige Welle, eine sogenannte Grundsee, erfasst das Schiff. Maschinist Theo Fischer verlässt kurz zuvor für einen Kontrollgang in den Maschinenraum den oberen Fahrstand und wird von Bord gerissen. Die Alfried Krupp kentert durch, dreht sich also einmal komplett um ihre Längsachse, so wie bei der Konstruktion für solche Fälle vorgesehen. Der Mast wird durch Grundberührung abgeknickt. Die 3 übrigen Seenotretter sind teils schwer verletzt, ihr Schiff ist manövrierunfähig. Es gelingt der Besatzung der Alfried Krupp noch mit Mühe, einen Notruf abzusetzen. Das Schiff hat einen Blackout. Es gibt solche Situationen, das weiß auch jeder, dass das passieren kann. Aber das hält uns nicht davon ab, da rauszufahren. Und man hofft immer, dass es einen selber nicht erwischt. Deswegen werden wir auch gut vorbereitet. Doch alles Training kann Extremsituationen nicht verhindern. Als rund 1,5 Stunden nach dem Unglück ein Rettungshubschrauber am Schiff eintrifft, versuchen Bernhard Gruben und seine Kollegen, das rettende Windenseil zu greifen. Doch das misslingt im heftigen Seegang. Gerade als die Männer das Vorschiff wieder verlassen wollen, spült ein weiterer Brecher Bernd Gruben über Bord. Kurz blinkt noch die Signalleuchte seiner Rettungsweste in den dunklen Fluten auf. Dann verschwindet er in der Dunkelheit.
Nachts um 2 Uhr trifft der Norderneyer Seenotrettungskreuzer Otto Schülke an der Alfred Krupp ein. Trotz der extremen Bedingungen gelingt es den Kollegen, eine Leinenverbindung herzustellen. Die Rettung für die verbliebenen 2 Besatzungsmitglieder. Doch 2 Seenotretter bleiben auf See. Wenige Stunden später in Neuherlinger Siel klopft es nachts bei Helmut Gruben an der Tür. Es ist sein Bruder Wolfgang, damals Vormann der Station. Da sagte er, Bernhard ist weg. Ich so, wieso ist Bernhard weg? Ja, sagt er, mit dem Kreuzer über Kopf gegangen. Ich so, hör doch auf, das gibt's doch gar nicht. So ein Ding kann doch nicht über Kopf gehen. Bernhard Grubens Leichnam wird knapp 2 Monate später auf Jüst gefunden. Theo Fischers Körper sogar erst nach mehr als einem halben Jahr. Wolfgang und Helmut Gruben zweifeln kurz, ob sie weiterhin als Seenotretter in Einsätze gehen wollen, doch fassen schnell einen Entschluss. Wenn du nicht weitermachst, nützt auch nichts, der kommt auch nicht wieder. Nee, also, du kannst vielleicht noch mal einen retten, was ihm nicht geglückt ist. Und dann hast du deine Spezialität auch da drin und sagst, gut, okay, du hast es gemacht, hast es probiert. Bernhard hat das Glück nicht gehabt, also ist das eben so. Mach mal weiter. Auch Christian Gruben lässt sich durch den Schicksalsschlag, den er damals als junger Mann miterlebt, nicht entmutigen. Anders als sein Vater ist er nicht nur freiwilliger Seenotretter in Neuherlinger Siel, sondern gehört inzwischen auch zur festangestellten Besatzung der DGZRS-Station Norderney. Dort lebt und arbeitet er mit 2 bis 3 anderen Seenotrettern rund um die Uhr zusammen. 14 Tage dauert ein Turn, ehe 2 Wochen frei im Kalender stehen. Ein wesentlicher Unterschied zur Tätigkeit auf der freiwilligen Station, bei der die Crew nur zu Übungen und Einsätzen zusammenkommt. Von seiner Arbeit auf dem Seenotrettungskreuzer profitieren indirekt auch die ehrenamtlichen Kollegen in Neuherlinger Siel. Ja, man lernt die ganzen Geräte kennen, weil man sich da viel mehr mit beschäftigt. Funk und alles, das was dazugehört, das spielt sich so ein. Und dann kann man das natürlich mit auf Station nehmen und den Kollegen sagen, pass auf, wir machen das so und so, wollen wir das auch so handhaben. Wenn Christian Gruben von Norderney unterwegs ist, begegnet er nicht selten 2 jungen Nachwuchskollegen. Marvin Göken und sein Zwillingsbruder Leon absolvieren derzeit eine Ausbildung zum Schiffsmechaniker auf den Inselfährschiffen. Ehrenamtlich sind sie Seenotretter, aber auch hauptberuflich wollen die 18-Jährigen unbedingt auf See sein. Hier ist immer abwechslungsreich und ich sag mal, im Bürojob ist immer eintönig, macht man das Gleiche. Und hier hast du immer verschiedene Wetterlagen, mal Wind, mal ist es warm, im Winter eiskalt. Dass sie nach der Schule in die Seefahrt wollten, kommt nicht von ungefähr. Die beiden sind, wie so viele aus Neuherlinger Siel, familiär vorgeprägt. Das auf dem Wasser sein, das auf dem Schiff sein, das finde ich schön. Mein Vater und mein Opa waren Fischer und da bin ich früher immer viel mitgefahren. Und da wollte ich den Beruf dann machen. Habe auch ein Praktikum auf einer Fähre gemacht und es hat mir sehr gut gefallen. Und darum mache ich diesen Beruf jetzt. Die Zwillinge können sich nach ihrer Ausbildung sehr gut ein Nautikstudium vorstellen. Ihr Start ins Berufsleben aber soll möglichst praktisch sein. Nun legen sie täglich selbst Hand an, übernehmen das An- und Ablegen, organisieren die Beladung des Fahrzeugdecks und steuern die mehr als 70 Meter lange Fähre durch das Fahrwasser von Norddeich nach Norderney. Das ist ein gutes Gefühl, finde ich. Am Anfang durfte ich auch schon fahren, aber je mehr ich fahren darf, desto sicherer wird man. Auch erst recht, wenn man mit Hand fahren darf. Das ist auch ein anderes Gefühl, als wenn man mit Autopilot fährt. Leon Göken fährt unter den wachsamen Augen seines Kapitäns. Eingreifen muss Johann Schröder heute aber nicht. Und auch sonst ist er sehr zufrieden mit seinen Lehrlingen. Die beiden, die haben sich von Anfang an sehr gut gemacht, weil sie familienbedingt ja schon anstatt Blut Seewasser in den Adern haben. Und das ist, sie haben ihre Ziele abgesteckt und die verfolgen sie. Das finde ich richtig gut. Ihre Begeisterung für alles, was auf dem Wasser schwimmt und fährt, leben Marvin und Leon Göken auch bei den Seenotrettern aus. Übrigens gemeinsam mit ihrem Vater und ihrer Mutter. Seit sie 16 Jahre alt sind, gehören die Brüder als Trainees zur Mannschaft. Sobald sie volljährig sind, dürfen Trainees auch Einsätze fahren, allerdings nur in Begleitung eines erfahrenen Bootsführers. Ihr nächstes Ziel haben die Zwillinge daher klar vor Augen. Wir wollen auch Bootsführer werden, damit wir dann auch, sage ich mal, selber
das Rettungsboot führen dürfen, lernt man auch selber Verantwortung zu übernehmen. Einsätze wie Krankentransporte sind Marvin und Leon Göken bereits mitgefahren. Im Juni 2023 erleben sie eine gefährliche Situation. Ein Einsatz für Wattwanderer, die auf dem Weg von Spiekeroog ans Festland vom Wasser eingeschlossen werden. Die Flut hat so langsam schon wieder eingesetzt. Also wenn wir nicht gekommen wären, hätten sie es auch nicht mehr geschafft. Irgendwie haben die auch den Weg nicht richtig gefunden und sind dann vom Priel gestrandet, wo sie uns dann selbst angerufen haben. Die Wattwanderer werden von der Besatzung der Courage noch rechtzeitig an Bord genommen und sicher ans Festland gebracht. Der Einsatz weckt Erinnerungen an einen ganz besonderen Fall für die Seenotretter von Neuherrlinger Sihl. Lena Dack und Theresa Kur werden wohl nie mehr den 10. Mai 2008 vergessen. Die Schwestern aus der Grafschaft Bentheim machen damals wie so oft Urlaub an der Nordsee. Gemeinsam mit drei Freundinnen sind sie wieder einmal im Watt unterwegs, spielen ausgelassen und vergessen darüber die Zeit. Zudem setzt die Flut an dem Tag früher ein als vorhergesagt, eine sogenannte Springflut. Und dann sind wir gelaufen und auf einmal haben wir nach hinten geguckt und haben gedacht so, Mist, das ist doch wohl ganz schön weit, wo wir jetzt schon sind. Ja. Die Insel ist doch näher als das Festland, haben wir zumindest gedacht. Doch der Schein trügt. Vor Spiekeroog ist das Watt bereits überflutet und das Wasser schließt die 11- bis 14-jährigen Mädchen allmählich ein. Dann kam halt auch wirklich die Panik, ne? Wo dann auch die Stimmung ganz schlagartig kippte. Ne? Wir hatten uns dann auch angeschrien. Genau, man schreit sich an, was soll das hier? Neben dem Wasser gibt es eine weitere Gefahr für die Mädchen, wie sie 2008 kurz nach dem Vorfall in einem Fernsehinterview berichten. Wir sind dann immer weiter gerannt und gelaufen und immer schneller und immer. Und dann tat das immer weh, weil dann irgendwann die großen Muscheln kamen. Und dann waren die auch schon alle auf wegen dem Wasser. Und wenn man da dann drauf getreten hat, das tat weh. Der vorerst einzige Rückzugsort bleibt eine Sandbank mit großen, scharfkantigen Muscheln. Über das einzige Handy der Gruppe erreichen die Mädchen Lena und Theresas Eltern. Und die alarmieren die Seenotretter. Ja, wir kommen sofort. Okay, ja, tschüss. Der damalige Vormann Wolfgang Gruben und Seenotretter Peter Henning machen sofort das Seenotrettungsboot Neuherrlinger Sihl klar und laufen aus. Ihnen ist bewusst, bei dem starken Flutstrom zählt jede Minute, wie Peter Henning 15 Jahre später erklärt. Dann sind wir auch gleich losgefahren und dann hatten wir die Richtung, wo wir hin sollten und ja, so schnell wie es geht. Wir wussten ja, wie schnell das Wasser steigen kann hier und bei Kindern, die haben ja auch nicht so lange Zeit, weil sie ja auch eben nicht die Körpergröße haben. Im Watt steht den fünf Mädchen das Wasser inzwischen buchstäblich bis zum Hals. Die Jüngeren klammern sich an eine Fahrwassertonne, die ebenfalls mit scharfen Muscheln besetzt ist. Sie sehen das Seenotrettungsboot, doch wegen des Wasserstandes kann es sie nicht auf direktem Weg erreichen. Das sah vom Wasser aus, als wenn das Boot an uns vorbeifährt und gar nicht zu uns kommt. Ja, das war dann auch für uns ein ganz komisches Gefühl, dass wir dachten, wir werden jetzt hier nicht mehr gerettet. Doch schon Augenblicke später ist das Boot bei den Mädchen ihre Rettung. Die ersten beiden konnten wir so von der Tonne runterziehen, durch die Klappe. Und die anderen drei standen natürlich schon bis zur Brust im Wasser. Und da blieb dann nicht viel übrig, als dahin zu laufen. Weil mit dem Boot kamen wir nicht hin. Und wären die angefangen zu treiben, wäre es schlecht gewesen, weil sie von uns weggetrieben wären. So aber sind alle Mädchen erst sicher an Bord des Seenotrettungsbootes und wenig später an Land. Sie alle kommen kurzzeitig ins Krankenhaus. Theresa Kur bleibt als einzige vorläufig dort. Ihre Beine sind übersät mit Schnittwunden. Einige Wochen nach dem Einsatz bedanken sich die Mädchen mit einer besonderen Aktion für die DGZS im Hafen von Neuherrlinger Sihl. Wir verkaufen Waffeln und machen Knubbelstand und das Geld, was dabei rauskommt, ist für einen guten Zweck. Für diesen Verein ist das dann. 15 Jahre später zeigt Peter Henning, Theresa Kur und Lena Dack das neue Seenotrettungsboot der Station. Seit dem Notfall haben die Mädchen regelmäßigen Kontakt zu ihren Rettern und achten verstärkt darauf, was sich bei der DGZS tut. Ja, und das ist auch, wenn man hier immer zu Besuch ist, dass man immer, wenn man hier vorbeigeht, einmal schaut, ist das DGZS-Boot gerade drin. Und da natürlich auch die Gedanken, wenn es nicht im Hafen ist, wo ist es gerade, hat es vielleicht gerade einen Einsatz, da schaut man schon immer und denkt darüber nach. An jedem 10. Mai feiern die inzwischen jungen Frauen ihren zweiten Geburtstag. Sie sind den Seenotrettern außerordentlich dankbar und geben nicht nur deshalb regelmäßig etwas zurück.
Tatsächlich spendet unsere Familie auch monatlich etwas an die DGZS, weil wir einfach finden, sowas sollte unterstützt werden. Nur durch die freiwillige Unterstützung von Spendern und Spenderinnen im ganzen Land ist es überhaupt möglich, dass die Seenotretter ihre Einsätze fahren können. Genauso freiwillig, wie sie sich engagieren, wird die gesamte Tätigkeit der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger allein durch Spenden finanziert, auf allen 55 Stationen an Nord- und Ostsee. Der Rückhalt in der Bevölkerung motiviert die Besatzungen Tag für Tag. Das gilt sowohl im großen wie auch im kleinen Rahmen. In Neuheilinger Sihl ist es überall zu spüren, dass die Seenotretter nicht bloß im Ort eine Station haben. Die Männer und Frauen der Rettungsgesellschaft gehören fest zur sozialen Gesellschaft der Menschen des kleinen Küstenortes. Die stehen alle dahinter, der ganze Ort. Auch wie wir mit unserem neuen Boot jetzt kamen, standen hier 70, 80 Mann auf einmal. Und wenn irgendwas ist, und da hilft auch jeder jedem im Ort. Und so helfen sie uns auch mit der Gesellschaft. Oder wenn die Gesellschaft von irgendwo helfen kann, das ist immer so Hand in Hand. Der Name des früheren Seenotrettungsbootes würdigte diese enge Verbindung. Es hieß so wie der Ort selbst. Doch der Neubau Courage hat sich im Wortsinn schnell einen Namen in Neuheilinger Sihl gemacht. Ein Name, den weit mehr ausmacht als das bloße Wort allein. Wie sagt man, Faust aufs Auge, das ist hundertprozentig. Das trifft eigentlich genau das, was es so außer Courage. Du hast Courage, dass du rausfährst. Du hast Courage, dass du anderen hilfst. Anderen Menschen helfen, wenn es darauf ankommt, sogar unter Einsatz des eigenen Lebens. Von dieser Auffassung sind die Neuheilinger Sihler Seenotretter überzeugt. So war es in den vergangenen knapp 160 Jahren und so werden sie auch weiterhin ihre Einsätze fahren. Immer dann, wenn sie gebraucht werden. Mit Courage und Tradition.